Hi, herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator, zum LS17 auf der Estancia La Pacho. Mein Name ist Andi und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. So, ihr seht, ich habe hier das Gras in den Fahrsilo gefahren. In das Fahrsilo gefahren. Und brumm da jetzt ein bisschen drüber. Es wird auf jeden Fall schön smooth und gerade. Und dann basteln wir die Kiste mal an. Ich weiß gar nicht, ob ich hier das aufsammeln kann. Nee, ne? Nee. Nee. Irgendwas passiert, aber keiner weiß was. Oh fuck. Entschuldigung. So, 62% verdichten. Ich verdichte das wirklich noch bis hinten gegen. 64, gut. 67. Ist das mittlerweile so, dass man da punktuell drüber fahren muss? Also, dass man überall drüber fahren muss, um das gut zu verdichten? Oder reicht immer noch, keine Ahnung, beispielsweise hier hinten hin und her, 76? Ne, man muss schon über die Silage fahren. Das ist sehr geil. Dann ach, ist jetzt ein bisschen nostalgisch, wenn ich sage, im 15er musste man nur im Silo hin und her fahren. Aber da war es ja tatsächlich so. Man musste da nur hin und her fahren im Silo irgendwie und dann war das schon irgendwann gut und man konnte zumachen. Ich hoffe, das geht jetzt, weil ich habe hier nur 80.000 drin. Wenn nicht, wäre das ein bisschen schade. Ja. Ich fahre hier auch alles wunderschön nach draußen, ne? Verdichten 100%, ich kann es nicht einschalten, oder? Silo zudecken. Komm, machen wir. Bunkersilo wurde abgedeckt. So. Da entsteht jetzt, ja, Silage, ne? Und vorne ist noch ein bisschen irgendwas, das... ich will da dran vorbeifahren an der Waage. Dummkopf. Man müsste jetzt auch irgendwo einen Gärstand erkennen können. 1%. Geil wäre, wenn ich das irgendwo... Das habe ich bestimmt nirgendwo, ne? Dass man es sehen kann. Ach, bestimmt nicht. Ich würde sagen, ich lasse einfach irgendein Auto hier oben stehen, aber das ist auch... Ich habe... keine Fahrzeuge, die ich irgendwie entbehren kann. Und wobei der Pickup. Nur um zu gucken, wie es irgendwo ausschaut, ob Wetter nebenan ganz gut ist oder ob die Silage fertig ist. Das wird ja eh ein bisschen dauern. Ich meine, ich gucke da morgen mal bei oder so. Und dann schaufeln wir die Silage mal rüber. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. So, jetzt habe ich hier noch die alte Sämaschine. Die kann ich eigentlich... Die bringe ich auch, glaube ich, zum Händler, ne? Ich glaube, das mache ich. Dass ich die tatsächlich darüber fahre und verkaufe. Ja, mache ich auch. Jetzt muss ich aber mal gucken. Hier war ich, glaube ich, überall fertig durch mit... Düngen, soweit ich komme, ja. 14 hat er sogar mitgedüngt. Das Ding ist, aber müsste gepflügt werden. Das heißt wohl, ich werde mir von der nächsten Zuckerrohrernte werde ich mir auf jeden Fall einen Teil auf Seite schaffen. Und das Feld auf jeden Fall pflügen. Und dann neu einsäen mit Zuckerrohr. Ja, es ist fiese Arbeit, weil halt wenig Arbeitsbreite und so, aber trotzdem wird gemacht. Achso, die ist sogar gezogen, ne? Die kann auch nichts Geiles. Raps, Sojabohnen, Ölrettich, Gras, ne, die kann auch nichts. Kein fancy Gewächs, die kann auch nur Standard. Alles das, was ich mit der anderen Sämaschine auch kann. Und das Ding hier ist einfach, ja, ein Stück weit zu klein, ne? Trotzdem können wir hier zumachen. Und es steht
einfach nur rum. Aus dem Grund, weg damit, haben wir noch mal ein paar Euronen. Und ich könnte ja auch schon mal, 30-fach. Ja. In der Zeit, wo das hier läuft, fange ich dann schon mal an und mache hier ein paar Bäume um. Aber erstmal nur um und oben die Krone ab. Kann man dazu Krone sagen? Die Blätter halt, ne? Ja. Ja, so wird's gemacht. Und dann mache ich mir irgendwann Gedanken, wie ich die zum Sägewerk bekomme. Es ist nicht so ultra weit, es ist aber tatsächlich nur, ich würde jetzt fast sagen, ein Katzensprung da hoch. Nur irgendwas, also irgendein Fahrzeug werde ich noch dafür brauchen, so einen Rungenwagen oder so. Der kostet nicht die Welt, nein, irgendwie so, bin mir nicht sicher, 20.000, kann das sein? Aber, trotzdem, hier 16.000 ist er. Mega, weg damit. Verkaufen. Aber trotzdem brauche ich dann die Kohle natürlich erstmal dafür. Weil ich ein Badass bin. Das kann alles Feld werden, das hier, ne? Hier könnte ihr Feld stehen. Boah, das ist richtig riesig, ne? Und auch richtig breit. Ja, wie gesagt, ich stelle mal hier den Traktorius ab. Dann machen wir hier mal ein bisschen was um. Das mache ich aber, glaube ich, mit Maus und Tastatur. Das wird, denke ich, einfacher werden. So, und dann könnte ich ja eigentlich auch hier so... Wie war das denn? So, 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 genau. 6 Meter, irgendwie so. Ja. 6,8 ist gut. Irgendwie sowas in dem Dreh. Tick. Fangen wir hier neu an? Nee, warte. Fangen wir hier neu an? Schneiden das zusammen. Ich weiß nicht, ob 7 Meter tatsächlich gut ist oder nicht, ne? So, dann hatte ich hier einen Schnitt gemacht. 3, 4, 5, 6, ja, irgendwas, ne? War schon mal nicht so schlecht geschätzt, ne? Dann hätte ich 3 Stücke mit irgendwas 6 bis 7 Meter. Was jetzt auch nicht so schlecht ist. Große Nachfrage für Hackschnitzel. So, jetzt bringen die Hackschnitzel richtig Kohle und ich habe 258. Finde ich jetzt die Riesennachfrage. Würde ich sagen, geht so, ne? So, irgendwas um 7 Meter. Ja, das gibt noch einen Hüppel Kohle an Holz, ne? Ja. Hier wird alles umgemacht, ne? Egal ob jung oder alt. Wir machen alles um. Boah, wie gesagt, ey, wie viel ich hier mache, weiß ich noch nicht. Kann sein, dass es alles wird, kann auch sein, dass es nicht alles wird. Denn, ja, es ist einmal Arbeit.
Also wird sich schon lohnen, wahrscheinlich da alles zu machen, ne? Also halt einmal richtig Arbeit. Aber danach hat man so ultra viel Fläche, die man bewirtschaften kann. Ich meine, ich muss ja nicht nur Gras dahin säen. Ich kann ja auch von mir aus irgendwas ganz Dankbares dahin säen, Zuckerrohr oder so. Oder was Geld bringt. Ne, wird wahrscheinlich echt Gras werden. Dann habe ich nämlich auf jeden Fall mehr als genug Grünfläche. Ah, passt. Also, wirklich mehr als genug Grünfläche. Aber ich schau mal, wie weit ich es hier treibe. Ich mache erstmal Bäume um und fahr die mal weg. Das bringt ja auch noch ein bisschen Kohle. Ich muss zwischenzeitlich immer mal hier meinen Wachstumsstatus im Auge behalten. Denn, ja, Ernte steht ja auch bald wieder an, ne? Ja, jetzt, wo ich gerade 21.000 habe, ne, ich sollte direkt so einen Wagen kaufen und aufladen. Baumfeld. Poltergabel kaufen und einfach nur aufladen. Dann noch mal gucken, was das Zeug alles bringt, ne? Wie viel Kohle. Also erfahrungsgemäß bringt Holz ja immer richtig gut Asche. Vielleicht ist hier anders, vielleicht sind Palmen auch einfach nichts wert. Oh, passt. Ist auch lustig, dass man mit Kettensäge nicht rennen kann, ne? Eine kleine Sicherheitsfunktion. Man hat ja immer als Kind und als Jugendlicher gehört, nicht mit Scheren rennen. Wenn man älter wird, halt nicht mit Kettensägen rennen, ne? Dann können schlimme Dinge passieren. Ungewollte Baumfällungen. Beispielsweise. Hört man oft. Mann rannte mit Kettensäge, Wald gibt's nicht mehr. Ich muss echt aufhören, so ein, ne, wisst ihr Bescheid. Ich fäll einfach hier weiter. So rum. Ah, passt. Also richtig viele Bäume stehen hier nicht, ne? Klar, sind schon viele, aber es gibt schon direkt Fläche. 4-5 Stück weggemacht. Ach, ein Stubbenfräsentier brauche ich auch noch, ne? Stimmt, ey. Das ist mein zweitliebstes Hobby. Die Baumstümpfe abfräsen. Das ist auch so eine Arbeit, die... Ich glaube, die macht jeder gerne, ne? Jeder, der irgendwie... LS17 spielt und da auch ein bisschen Forst macht oder ein bisschen Holz macht. Der weiß bestimmt, wie schön das ist, die ganzen Baumstümpfe abzufräsen. Das ist echt, ist nur mein zweitliebstes Hobby, nicht mein allerliebstes. Und für den es jetzt interessiert, mein allerliebstes Hobby ist Lehmschaufeln. Wer es schon mal gemacht hat, weiß, was ich meine. So. Knapp 7 Meter. Kommt nicht oft Pfund drauf an. Es darf ruhig ein bisschen mehr sein. Ja, so viel mehr auch nicht. So. Muss mir echt mal überlegen, ob ich so ein... Kaufe ich so einen Rungenwagen? So ein... Holzding da, ne? Wo ist denn hier Forstgeräte? 17.000, da brauche ich eine Dolly für. Und so ein Ding auch noch, 5.000. Das Ding brauche ich auf jeden Fall. Ja, naja, ist zu teuer, ne? Hier so weit.
1300 Miete, das wäre eigentlich schon in Ordnung. Ich meine, so viele Stunden kommen da eh nicht drauf. Komm her, ey. So. Dolly. Dollys. Mieten. Ja, da sind wir noch gut dabei. Dann noch so eine Kente, so eine, die hier ist gut, weil die einfach vier Zangen hatten, nicht nur drei. Die ist gut, die wird. Ja, so ist ja günstig hier, guck mal. Das ist ja echt günstig, da sind wir ja gut weggekommen. Dann würde ich fast, ich würde fast sagen, ich hole den Scheiß, ne? Ich mache hier noch ein bisschen ab. Die hier muss ich auch. Sind die. Die muss ich abfräsen, die hier. Die kann ich gar nicht sägen, ne? Die kann ich tatsächlich sägen. Aber auch sonst nichts. Doch! Das Ding jetzt weggekickt wie ein Fußball? Wo ist er hin? Hab das Ding echt weggetreten wie ein Fußball, ne? Gut, ich Jetzt wäre es natürlich geil, wenn ich hier hinten dran meine Dolly anbasteln könnte. Und den Wagen dran basteln könnte, aber ich glaube an das Gewicht wird das nicht so gut gehen. Schön durch Silo. Ich merke schon hiermit, meine Felder werden auch erst gar, wenn es dunkel ist. Das ist jetzt nicht so schlimm, ne? Da habe ich noch ein bisschen mehr Zeit hier hinten rumzuspielen. Hatte ich eigentlich die Fräse gekauft? Nee, ne? Oder ich will sie mieten, sagen wir so. Kaufen lohnt nicht. So viel wollte ich hier nicht im Wald rumhampeln. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 14, 16, 18, 20, 22. Oh Gott. Ganz viele Bäume. Ganz, ganz viele. Ich habe eben noch gesagt, sind gar nicht so viele, ne? Aber es ist tatsächlich weit. Oh, das Riesige. Das ist wirklich riesig. Ist auch richtig geil, wäre jetzt tatsächlich, wenn ich das ans Gewicht ankoppeln könnte. Dat Dolly. Kann ich aber nicht, ne? Nee. Dann fahre ich den noch einfach nur hier nebenhin und hole. Ganz schön hügelig daher. Dann hole ich das andere Ding mit dem Fendt. Fahre ich halt eben mit zwei Trecker. Ich hab ja genug, ne? Und vor allen Dingen, der Fendt ist schnell. Hier, der fährt nur 40. Nur, ne? Nur. Der Fendt hingegen ist richtig schnell. Ah, da hätte ich sogar Gewicht vorne dran gemacht, genau. Weil wegen Gewichtsverteilung. War mit dem Pflug, glaube ich, sogar besser, ne? Das ist auch ein bisschen schade, dass das im LS17 nicht so ins Gewicht fällt. Also man kann auch komplett ohne Frontgewichte arbeiten beispielsweise. Wo es auffällt, ist tatsächlich bei Frontlader arbeiten. Aber wenn man jetzt hier beispielsweise ein
fetten Flug hinterhängt, der tatsächlich noch angehangen ist. Nee, das war nichts. Dann, ja, merkt man das kaum. Also der Trecker wird jetzt unwesentlich leichter oder lässt sich, weiß ich nicht, jetzt nicht ganz schlecht fahren. Also es ist nicht so merklich wie mit dem Frontlader. Wo muss ich denn hier hin? Ja, erstmal wahrscheinlich strack da runter, ne? Ja, Spitze, da bin ich ganz gut drunter gefahren, bist du. Super. Wenn es dir trotzdem gefallen hat, auch wenn ich hier nicht gut drunter gefahren bin, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du es noch nicht hast, ein Abo. Und dann sieht das hier gut aus. Genau, dann sieht das bei uns allen gut aus. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ey, was denn? Ich würde das gerne hier anklemmen. Ach, das macht Sinn. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt nur noch zu sagen, bleib gesund, mach's gut. Ciao.